Hallo zusammen, ich bin Dr. Christian Behrendt. Heute geht es um deine Schulter. Ich zeige dir, welche Übungen du machen kannst, um schmerzfrei zu werden und auch zu bleiben. Das hier ist das Übungsvideo. Ich empfehle dir, dass du dir unten in der Videobeschreibung erst anschaust, das Video, die Einleitung zu meinen Übungsvideos. Ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist auch ganz wichtig zu verstehen, eine gewisse Reihenfolge einzuhalten. Und ich erkläre dir hier ganz genau, wie das funktioniert. Ich habe vorher schon ein Video gemacht, da habe ich erklärt, wie es zu Schulterschmerzen kommt, was da die Ursachen sind und was man grundsätzlich tun muss. Das auch bitte vorher angucken und jetzt komme ich zu der Einleitung zu den Übungen von heute. Mein Kanal hier ist jetzt kein Kanal, auf dem ich einfach nur Übungen zeige, das machen ja schon viele, sondern ich versuche immer die Ursache mitzuerklären und auch genau zu begründen, warum du was wie machen musst, weil es für dich dann viel einfacher ist nachzu Vollziehen, was das Richtige und was das Wichtige ist vor allen Dingen auch und dass du es abgrenzen kannst zu vielen, vielen anderen Empfehlungen, die du hier bei YouTube bekommst. Die Übungen, die ich heute zeige, die sind einmal als Prävention gedacht, wenn du noch keine Schmerzen hast, aber auch bei leichten Schulterschmerzen, dann genauso aber auch, wenn du schon operiert wurdest und du schmerzfrei bist, damit Dein Schmerz nicht wiederkommt oder wenn du mit Spritzen zum Beispiel deine Schulterschmerzen losgeworden bist, dass es einfach nicht wiederkommt als Rezidivprophylaxe. Wenn du diese kurze Einleitung überspringen möchtest, dann drück einfach in der Timeline auf die Übung. Bei der Reihenfolge der Übungen ist es ganz, ganz wichtig, dass du zuerst schmerzfrei bist. Es ist gar nicht möglich, sich die Schulterschmerzen alleine mit Übungen unbedingt wegzubehandeln, es ist wichtig, dass der Schmerz vorher von einem Arzt angeschaut wurde und dass dann auch entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden, um hier möglicherweise eine Schleimbeutelentzündung erstmal zur Ausheilung zu bringen. Es kann sein, wenn du ganz leichte Schmerzen hast, dass es möglich ist, mit diesen Übungen, dass du unter die Schmerzgrenze kommst und dass damit dein Schmerz vergeht. Aber in vielen, vielen Fällen ist es wichtig, dass vorher eine Vorbehandlung stattfindet. Dazu bitte das andere Video anschauen, was unten in der Videobeschreibung steht. Wenn du schmerzfrei bist, dann geht es darum, dass deine Muskulatur vorbereitet werden muss. Unser Hauptproblem sind verkürzte Muskeln im Bereich der Schulter, weil wir uns zu wenig bewegen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir erst die Muskulatur dehnbar machen. Das machen wir dadurch, dass wir auf den Muskelansatz drücken. Und da zeige ich heute die wichtigen Muskeln, die an der Schulter ganz entscheidend sind. Ich werde auch ein weiteres Video noch machen, wo ich dann alle Muskeln zeige für diejenigen, die mit diesen Übungen noch nicht zurechtkommen. Aber ich denke, dass diese Übungen heute ein sehr guter Einstieg sind und den allermeisten helfen werden. Wenn dann die Muskulatur dehnbar gemacht wurde, dann ist es wichtig, regelmäßig zu dehnen, denn die Dehnbarmachung der Muskulatur durch das Drücken auf Muskelansatzpunkte hält nur für wenige Tage an und wenn du nicht regelmäßig dehnst, wird diese Dehnungsfähigkeit der Muskulatur wieder zurückfallen und du musst wieder von vorne anfangen. Da du jetzt aber weißt, wie es grundsätzlich funktionieren würde, könntest du natürlich einfach immer wieder deine Muskeln dehnbar machen, auch wenn du zwischendurch mal deine Dehnungsübung nicht gemacht hast. Das Hauptproblem im Bereich der Schulter ist, dass die verkürzten Muskeln in Ruhestellung noch keine Probleme machen, sondern erst durch die Bewegung der Schulter kommen die verkürzten Muskeln zu tragen und führen zu einer Enge und zu einem Reiben und zu einem Druck auf den Schleimbeutel und auf die Sehne, was dann schlussendlich zu den Schmerzen führt. Deshalb ist Bewegung alleine nicht mehr das, was uns hilft, außer wir hätten das seit unserer Kindheit wirklich regelmäßig getan. Und das tun wir meistens nicht allein schon, weil wir viele, viele Stunden in der Schule sitzen. Die fünf wichtigsten verkürzten Muskeln an der Schulter, die zeige ich jetzt. Es gibt mehr, aber das sind die wichtigen. Das eine ist der kurze Bizeps, der läuft hier vorne vom Oberarm bis hier auf die Seite der Schulter, also nicht an die Schulter selber, sondern hier daneben. Und dieser Bizeps hat hier oben seine Verankerung, hier oben an dem Knochen neben der Schulter. Und zwar, wenn du. Mit deinem Finger mal hier über die Schulter rüber fährst, merkst du, auf der Innenseite ist nochmal ein kleiner Knochen. Und auf diesen Knochenvorsprung musst du relativ lange drücken. Das kann man selber machen mit seinem Daumen zum Beispiel oder auch mit irgend so einem Werkzeug, was ein bisschen weich ist, mit dem man drücken kann. Und am besten nimmst du deinen Daumen, wenn du ihn so anlegst hier. Neben die anderen Finger, dass der Daumen dabei gestreckt bleibt. Und dann gibst du einen sehr starken Druck mit deiner Daumenspitze. Und wenn du es ausprobieren möchtest, wie stark du drücken musst, erstens musst du es natürlich aushalten, aber zweitens, wenn du dir unsicher bist, dann nimm einfach eine Waage und drücke mal mit ungefähr 10 Kilo auf die Waage. Ungefähr das ist der Druck, den du bräuchtest, um hier einen Druck auf diesen Muskelansatz auszuüben. Ich mache das jetzt mal hier. Mit meinem Daumen drücke ich hier auf die Vorderseite dieses Prozessus Coracoideus. Das ist dieser Knochen hier oben, der auf der Innenseite der Schulter liegt. Und du musst so lange dort draufdrücken, bis der Schmerz deutlich nachlässt. Damit ist die zentrale Steuerung dieses Muskels im Gehirn heruntergesetzt und der Muskel lässt sich wesentlich besser dehnen. Der zweite Muskel, das ist der Muskel des Trizeps, der läuft auf der Rückseite der Schulter und er endet hier hinten unter der Schulter auf der Rückseite. Das ist ein bisschen schwierig, das selber zu erreichen, indem man da sich selber hindrückt. Aber da zeige ich einen kleinen Trick, wie du das machen kannst, damit du auch hier diesen Punkt erreichst. Um den Ansatz des Trizeps zu drücken, ist es am einfachsten, wenn du dir so ein Akkupressurgerät kaufst. Da gibt es von allen möglichen Herstellern, findest du sowas. Und damit suchst du dir hier eine Stelle, eine Vertiefung unterhalb der Schulter und dort legst du dich einfach drauf. Es ist ein bisschen einfacher, wenn du dir ein Kissen unter den Rücken legst, weil du dann diese Höhe zustande bringst. Kann auch eine Faszienrolle natürlich sein, aber einfach, dass du nicht nur mit der Schulter alleine auflegst. Und dann kannst du, wenn du zwei davon nimmst, natürlich beide Schultern gleichzeitig behandeln. Du suchst dir ja einfach hier hinten diese Vertiefung, die ich auch eben schon gezeigt habe, und legst dich da drauf. Und du drückst einfach dort so fest, dass du es noch aushältst, bis der Schmerz nachlässt. Ich schätze so zwei bis drei Minuten. Der dritte wichtige Muskel, das ist der Brustmuskel. Das sind eigentlich zwei. Aber hier ist der große Brustmuskel, der ein bisschen wichtigere. Der läuft hier vorne, dass man so zeigen darf hier, an der Sarah hier vorne auf. Der Vorderseite der Brust bis hier auf die Seite der Schulter. Und den Muskelansatz des Muskels Pectoralis Major findest du, indem du den Arm so ein bisschen nach außen nimmst und hier unten in die Achsel hineinfährst. Dann merkst du hier vorne den Vorderrand dieses Muskels und der läuft bis hier unter die Schulter. Und an der Stelle musst du auch einfach mit deinem Daumen dann lange hineindrücken, wie ich das eben beschrieben habe. Du kannst hier auch die Vorderseite der Schulter ein bisschen absuchen, da findest du einige schmerzhafte Punkte. Überall, wo es schmerzt ist es nicht falsch, dort hineinzudrücken. Und dann gibt es noch den Musculus subscapularis, der liegt relativ tief in der Schulter, den kann ich hier nicht zeigen, aber der Ansatz dieses Muskels, der liegt auch sehr weit vorne im Bereich der Schulter. Also ich würde sagen, genau hier vorne auf der Schulter drauf. Und dieser ganze Bereich hier vorne, da setzen mehrere Muskeln an. Und da findest du viele schmerzhafte Stellen, aber die drei wichtigen habe ich dir gezeigt. So wiederhole nochmal hier oben dieser Knochen, dann einmal hier die Vorderseite und einmal hier unten. Das sind die drei wichtigen Stellen, an die du drücken musst. Und in der Regel muss man jeden Punkt so zwei bis drei Minuten drücken, bis der Schmerz etwas nachlässt. Wenn du das Gefühl hast, der Schmerz wird eher ein bisschen mehr, dann musst du vielleicht ein bisschen den Druck reduzieren und noch ein bisschen warten. Es wird manchmal erstmal im ersten Moment ein bisschen schlimmer, aber es lässt dann meistens doch nach. Manchmal sogar erst dann, wenn man nicht mehr dran glaubt. Und der letzte, auch ein ganz wichtiger Punkt, ist hier der Musculus infraspinatus. Der ist hier genau in der Mitte vom Schulterblatt. Du siehst hier bei der Sarah sieht man sehr schön das Schulterblatt hier, dieses Dreieck und genau in der Mitte, gerade hier neben dem BH, da ist ein Punkt, der relativ schmerzhaft ist. Auch da muss man lange reindrücken, aber auch da zeige ich dir einen Trick, wie man das am einfachsten macht. Komm mal ein bisschen hoch, Sarah. Mhm. Hm? Verschieben wir diese zwei Drücker einfach ein bisschen weiter nach unten. Und dann machen wir das Gleiche für diese Stelle des Infraspinatus hier genau in der Mitte des Schulterblattes. Und auch hier kannst du wieder auf beiden Seiten gleich hier mit diesem Stempel in das Schulterblatt hineindrücken. Das ist ein bisschen einfacher und du kannst vor allem beide Seiten gleichzeitig behandeln. Das ist natürlich ein bisschen eine Erfahrung, dann, wo du dann selber merkst, auch wo der Schmerz am größten ist, da ist dann die richtige Stelle. Da musst du ein bisschen ausprobieren, aber ich bin überzeugt, dass du das schaffst. Nachdem du jetzt deine Muskeleinsätze gedrückt hast, müssen wir die Muskulatur dehnen und da zeigen wir die Dehnungsübungen dazu. Vor allem fangen wir an mit der Vorderseite der Schulter. Dafür legt die Sarah sich mal auf den Bauch, bitte sehr. Okay. Und dann müssen wir die Schulter, die wir behandeln wollen, nach vorne ungefähr in einem 45-Grad-Winkel abstrecken und hier vorne auf den Boden legen mit der flachen Hand nach unten. Und jetzt wollen wir die Vorderseite der Schulter dehnen. Dafür müsste die Sarah sich einmal hier mit dem Arm abdrücken und dann ganz auf die Seite rollen. Und dann ist es immer ganz gut, wenn wir das ganze Bein hier auch rübernehmen, dass wir richtig einen sehr starken Zug. Bekommen. Den Kopf kannst du liegen lassen und dann bekommst du hier auf die Vorderseite der Schulter einen sehr starken Zug. Diese Dehnungshaltung solltest du für 30 Sekunden einhalten und anschließend solltest du für 10 Sekunden mit der Handfläche ganz feste in den Boden drücken. Ganz wichtig dabei ist aber, dass die Schulter hier immer auf dem Boden bleibt. Und das Ganze, das machst du viermal hintereinander. Das heißt 30 Sekunden dehnen, dann 10 Sekunden die Hand in den Boden drücken und insgesamt viermal das Wiederholen und ganz wichtig, Schulter auf den Boden lassen. Mit dieser Dehnung dehnst du beide, sowohl den pectoralis Muskel wie auch den kurzen Bizepsmuskel. Um den Trizeps zu dehnen, da wäre es ganz gut, so eine Faszienrolle zu nehmen. Es geht auch ein Kissen, halt irgendwas, was ein bisschen höher ist, und dann einfach hier den Arm beugen und hier mit dem Ellenbogen auf diese Rolle drauflegen und dann wieder für 30 Sekunden hier den Trizeps dehnen und dann genauso wie bei der letzten Übung nach 30 Sekunden für 10 Sekunden ganz feste, sowohl den Ellenbogen wie auch die Schulter ganz feste. Nach unten drücken. Das macht die Sarah jetzt mal. Ne? Drückt mal ganz fester nach unten, so gut es eben geht. Und dann immer auch wie bei der letzten Übung vier Wiederholungen, also 30 Sekunden die Dehnung und für zehn Sekunden hier Schulter und Ellenbogen nach unten drücken. Für den Musculus subscapularis, der liegt auf der Vorderseite des Schulterblattes, ist von außen zu erreichbar. Der ist sehr, sehr stark verkürzt und auch bei der Sarah ist dieser Muskel wahnsinnig verkürzt, obwohl die Sarah eigentlich sonst sehr, sehr beweglich ist. Die Sarah hat sich schon mal auf den Bauch gelegt jetzt. Ganz wichtig ist, dass die Schulter unten aufliegt, auf der Matte der Ellenbogen aufliegt und die Handfläche nach unten aufliegt. Das ist unsere Startposition und jetzt den Ellenbogen. 90 Grad beugen und da sehen wir, dass die Sarah hier ein bisschen Schwierigkeiten hat. Sie hat da vorne auch eine kleine Operationsnarbe. Insofern ist es nicht so einfach. So, jetzt machen wir das so, dass dieser Arm hier in 90 Grad Stellung ungefähr liegt. Die Hand ist hier ausgestreckt auf dem Boden und jetzt dreht die Sarah sich so ein bisschen, indem sie diesen Arm hier so ein bisschen hochnimmt auf diesen Ellenbogen, um hier ein bisschen Druck auf den Ellenbogen auszuüben. Ihr seht, das ist bei der Sarah nicht ganz so einfach. Das ist jetzt nicht ganz 90 Grad. Die Schulter hat sie ziemlich runtergezogen. Das wird auch bei dir so sein, wenn du mit dieser Übung anfängst, weil dieser Muskel ist ein massiv verkürzter Muskel und den müssen wir langsam wieder auf Länge bringen. Das wird auch bei dir am Anfang nicht so schön aussehen, aber mit der Zeit wirst du es erreichen, dass auch diese Schulter auf dem Boden liegen bleiben kann, der Ellenbogen auf dem Boden liegen kann, du einen 90-Grad-Winkel hast und die Hand hier schön gerade ist. Und um hier ein bisschen Druck aufzuüben auf diesen Ellenbogen, kannst du dich mit deinem Körper, mit deinem Becken hier auf diesen Ellenbogen draufdrehen und dann mit deinem Becken den Ellenbogen hier unten fixieren, was bei der Sarah jetzt noch nicht geht. Aber auch bei der Sarah haben wir jetzt mal einen Muskel gefunden, der zu kurz war. Und auch für diese Übung gilt natürlich wieder das Gleiche wie für alle anderen Übungen. 30 Sekunden lang in dieser Dehnungsstellung halten und danach, und das ist ein bisschen kompliziert auch, Hand und Ellbogen gleichzeitig für 10 Sekunden in die Matte drücken und das wieder viermal wiederholen. So, die allerletzte Übung, da siehst du sogar den Doktor mal die Übung mitmachen. Da müssen wir die Vorderseite der Schulter drehen und nach hinten überstrecken. Das ist am einfachsten. Man macht das mit einer richtigen Übung. Das machen wir zwei Minuten lang. Und du startest, indem du deine Hände anhebst, die Handflächen nach oben und du musst immer über 90 Grad sein, also immer über der Horizontalen sein mit deinen Armen. Und dann jedes Mal nach hinten drücken die Arme und dabei die Hände auch ein bisschen drehen. Und los! Die Handflächen oben lassen, so dann langsam die Handflächen nach unten drehen, immer die Schultern schön nach hinten drücken und langsam dabei die Handflächen nach unten drehen. Immer wichtig ist, die Handflächen drehen und die Arme über der Horizontalen halten. So, auch wenn die Handflächen ganz nach hinten unten gedreht sind, weiter und dann wieder nach oben drücken. So, ein Viertel habt ihr geschafft von den zwei Minuten, die wir brauchen. So, die Arme wieder nach oben nehmen, immer schon über der Horizontalen bleiben. Ist auch für den Doktor natürlich anstrengend sowas. Handfläche immer schön nach oben, immer schön nach hinten drücken die Arme und immer weiter drehen. Und oh. so gleich habt ihr die Hälfte der Zeit geschafft. Immer nach hinten und schön die Arme weiter drehen. Hälfte ist geschafft. Von den zwei Minuten habt ihr eine Minute schon rum. Durchhalten. Das ist anstrengend, aber solange ich noch reden kann, gibt es keine Ausreden für dich, dass du das nicht schaffst. So, immer schön nach hinten drücken, soweit es geht, nach hinten. Die Hände nach hinten drücken. und die Arme nach oben. Die Sarah gibt schon auf. Dabei haben wir erst eine Minute dreißig. Okay, ihr seht, es ist anstrengend, aber ihr habt ja auch gesehen, bei der Sarah, er hat ein kleines Problem mit der Schulter auf der Vorderseite. Insofern ist das hier verziehen natürlich. Sowieso vielen Dank fürs Mitmachen. Okay, wir kommen in den Endspurt hinein: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Ja, das waren die wichtigen Übungen für die Schulter. Immer daran denken, vorher die Muskulatur dehnbar machen, anschließend dehnen. Und wie du gesehen hast, es ist auch für uns immer nicht so ganz einfach, weil auch wir alle Verkürzungen der Muskulatur haben. Und ich bin aber überzeugt, dass wir gemeinsam das schaffen, wieder dehnbarer zu werden. Also ab jetzt heißt es fleißig üben. Vielen Dank auch an die Sarah. Wenn du Fragen hast. Schreib es unten in die Kommentare hinein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Stirf Dr. Christian Behrendt.